So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge I Wanna Maker. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel I Wanna Maker aufnehme und dadurch Hyrule Warriors verpeile. Noch habe ich ein paar Folgen Hyrule Warriors, also noch dürfte es laufen. Aber ich bin ein wenig süchtig geworden, muss ich zugeben. Es ist einfach, weil es halt, es geht schnell. Was? Irgendwas ist Fail to Load. Challenge Status. Ja, ist okay. I don't care. Es geht halt schnell. Und man hat sofort, ne? Also, ja, keine Ahnung, es geht schnell. Wir wollten die weiteren Level von Echo Mask, so rum, spielen, und zwar Winter Pit und das Rätsel-Level. Und dann hat in der Zwischenzeit hat jetzt auch, den ich letztes Mal erwähnt habe, komme ich von selbst auf den Namen? Ich weiß Erik, aber wie heißt er vollständig? Ach. Irgendwas. Oh, jetzt werde ich mich komplett blamieren. Irgendwas random Erik, irgendwie so. Ich kann mir Namen nicht mehr. Jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Heißt, war random Erik richtig? Bin ich völlig lost? Nein, es passt. Ha, perfekt. Der hat mittlerweile auch ein paar Level von sich als Code in die Kommentare geschrieben. Und Rasierer hat mittlerweile auch ein Level testweise mal erstellt. Ich hoffe, damit habe ich alles im Blick. Außerdem hat Echo Mask noch weitere Level beschrieben, die er von sich gerne hier sehen würde. Also, ne, er hat ja sowieso ganz viele, und ich habe ja auch gesagt, ich werde mir die sowieso möglichst angucken wollen, so ein bisschen. Wenn welche zu schwierig sind, dann skippe ich die sofort. Aber solange da Vorschläge kommen, kann man auch erstmal die machen. Okay, so, Winter Pit. Okay, war wohl nicht so beliebt. Und dieses After 5 Plays und After 5 Votes, das bezieht sich auf die Gesamtzahl, nicht nur auf denjenigen selbst. Also, wenn es 5 Leute gespielt haben, dann zeigt es die Difficulty an. Wenn es 5 Leute gewotet haben, dann zeigt es die Beliebtheit an. Aber wahrscheinlich, wenn es schon heißt, es ist ein Troll-Level. Aber ich meine, hier steht es ja sogar. Es dann negativ zu bewerten, finde ich ein bisschen schwierig, weil, wenn man weiß, was es ist, und wenn es gekennzeichnet ist, dann ist ja okay. Jetzt gucken wir mal, wie sehr es mich trollt. Ich bin gespannt. Es geht auf jeden Fall sehr schnell, wenn man wahrscheinlich die Trolls kennt. Und Wurf hat es als erstes geklärt. Ja, und wenn man hier draufklickt, dann sieht man hier Level, die die Leute selber gebaut haben. Das habe ich letztes Mal auch noch nicht gerafft. Da hatte ich nämlich Random Erik angeklickt und dann waren hier seine Level. Und das habe ich gar nicht gerafft. Ich dachte so, das sind irgendwie so andere Level, die die Leute dann gespielt haben und keine Ahnung. Das sind die gebauten Level. So, whatever, let's go. Okay. Also am besten wäre es jetzt, wir würden auf keinen einzigen Troll reinfallen, aber das wird sicherlich nicht funktionieren. Okay, aber das ist ja kein Troll, das ist ja klar, dass das passiert. Ah ja. Erwischt. Okay, der fällt nicht. Yo! Okay, zwei Trolls avoided. Es ist ja nicht so weit bis zum Ziel, was sollte man meinen. Die Münze werde ich mir garantiert nicht holen. Kann ich da irgendwas triggern? Nee. Ah. Okay, wie kann ich jetzt eigentlich neu starten? R? Ha. Ja, aber wie kann ich denn das Ding verhindern? Okay. Ich habe nicht nachgedacht. Vielleicht, indem ich niedriger springe. Ja, aber oh.
Es muss ja so gehen. Ich muss ja. Boah, aber so niedrig, dass das Ding nicht. Das wird ein interessanter Sprung. Ja, es wird ein interessanter Sprung. Nein. Okay, so. Wie kommen wir darüber? Am besten. Ja, oder komme ich hier wieder raus? Wäre die andere Frage. Vielleicht komme ich auch wieder raus irgendwie. Aber ich wüsste nicht, nee. Macht nicht den Eindruck, dass ich da wieder rauskäme. Es wird nicht besser. Es muss irgendwie gehen, da so niedrig drüber zu springen. Aber es muss irgendwie gehen. Aua. Hä? Selbst das hat nicht funktioniert? Vielleicht gehe ich doch vorher runter, ohne dass mich das Ding... Aber dann passiert das erst recht. Das ist ja faszinierend. Kann ich das vielleicht doch antriggern und wieder abhauen? Das war kompletter Schwachsinn. Nee, kann ich nicht. Okay. Aber er drückt mich ja sogar nach unten. Also ich kann da ja noch so niedrig durchspringen, der drückt mich ja sogar runter. Es muss aber so gehen, es geht... Anders kann es nicht gehen. Das muss die Lösung sein. Ich muss es wahrscheinlich nur... Ja, aber er drückt mich runter. Ach, da kann man einfach drüber laufen. Ja, moin. Na, dann nicht mehr. Nur beim ersten Mal. Ich bin überfragt. Okay, doch, ich glaube, ich weiß es. Ich kann mich von dem Ding zurückpfeffern lassen. Ja, gecheckt. Verstanden. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Das so nicht. Aber verstanden. Das war jetzt die letzte Alternative, die geblieben ist. Ja, alles klar. Okay. Schön. Ich meine, wenn man weiß, es ist ein Troll-Level, dann ist es okay. Wenn man es nicht weiß, ist es ein bisschen frustrierend, ne? Das ist klar. Aber wenn man es weiß, dann hat man sich ja bewusst darauf eingelassen und hat ja ein Level geöffnet, in dem Troll steht. So, das ist ja, ne? Was anderes ist halt, wenn man das in der Challenge gerade bekommt und es einem die Challenge verhagelt, dann ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich. Aber so ist das ja okay. Na, bin ich denn dumm jetzt? So. What now? Kommt der zurück? Natürlich. Kommt der zurück? Okay, der geht hin und her. Ah ja. Es war so klar. Es war so klar. Ich wollte noch ganz langsam mich vortasten. Eigentlich habe ich mich auch langsam vorgetastet, aber es war nicht langsam genug. Aber es war einfach klar.
Kommt der nochmal? Irgendwas passiert noch hier auf dem Weg zur Münze. Ich bin so doof. Okay, aber wir kommen der Sache näher. Es ist witzig, wie man einen so kleinen Gang, wie man den vollpacken kann mit Trolls. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. So muss ein Troll-Level sein. Es ist ja ein Troll-Level, ne? Und dafür ist es ja richtig. Es macht ja alles, was es soll. Leider macht es alles, was es soll. Oh mein Gott. Ah, das tut's doch nicht. Jetzt habe ich den zweiten Sprung verhauen. Na, jetzt. So. Geht doch. Warum hat das jetzt nicht hingehauen? Ach, Mist. Hey, warum kriegst du den manchmal hin und manchmal nicht? Trigger jetzt weg. So. Gut. Okay, ich sollte da durch, wenn er gerade diesen macht. Okay. Ich meine, es ist klar, dass in dem Gang noch was passieren muss, aber ich weiß halt nicht, was. Das. Diese Punktlandung in dieser Lücke. Das gibt's. So, geht doch. Hui, 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 hui. Ich wollte gerade noch sagen, ich weiß schon, warum ich da nicht auf dem Boden lande. Irgendwas passiert da bestimmt und jetzt ist es gerade passiert. Da haben wir das zumindest auch nochmal gesehen. Oh, ich werde versuchen, keinen einzigen Troll zu erwischen. Nimmt alle mit. Fantastisch. Gibt's doch nicht. So. Du wusstest schon, warum ich da nicht gelandet bin. Ich hab's ja mehrmals so gemacht. Leider hat's nicht. What? Ach. Come on! Aber jetzt kann ich gucken, ob hier in dem Gang noch was anderes passiert. Nein, aber so ist halt. Ah, nee! Okay. Jetzt sollten wir, glaube ich, jeden Troll gesehen haben. Dum, 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 dum. So, der Anfang ist halt echt das Schwierigste. Danach ist es ja nur, dass man immer wieder bei neuen Sachen drauf geht, aber vom Durchführen. Vom Durchführen her ist der Anfang das Schwierigste. Ich bin passend. Okay, alles gut.
hab's berührt. Also einfach schnell durchlaufen, ist das alles, was ich tun muss. Hä, aber... Das hat nicht gereicht. Aber wenn ich das nicht mache... Aber wenn ich das nicht mache... Oh, ich weiß. Ich weiß, was der Fehler ist. Ja, ich weiß, was der Fehler ist. Der Block muss ganz links sein. Dann hat er einen weiteren Weg. Ich wollte jetzt eigentlich nicht da rein. Mano! Gibt's doch nicht. Zum Glück ist das am Anfang und nicht am Ende. Das hier am Ende wäre... So. Okay. Wir machen das anders. Ich hab eine Idee. Trigger den so nochmal an und jetzt laufe ich durch. Das war immer noch nicht schnell genug. Was? Das kann doch nicht sein. Da muss doch... Okay, da muss noch irgendwas... Die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist, bin ich einfach gerade zu dumm? Oder muss ich wirklich noch was beachten? So, das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ne? Der kommt halt sofort an. Nee, es reicht nicht. Was soll ich tun? Kann ich in die Stachel da reinspringen? Ist die Stachel vielleicht, weiß ich nicht, ein verstecktes Ziel? Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ist das möglich? Ist es bestimmt möglich. Ihn ja nicht eingesperrt hier. Also der wird ja... Der wird mich ja weiterhin beschäftigen. Da gibt es noch irgendwas anderes, was ich tun kann. Nee.
Da, hier ist nix. Da hat vielleicht... Achso, der fällt noch gar nicht runter, logisch. Ich dachte, vielleicht kann man da irgendwas erreichen, aber... Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Was ich, glaube, schaffen kann, ist, von hier wieder da hochzukommen. So nicht. Oh, wow. Die Frage ist, ob mir das was bringt, aber so... Na, hier. Kann ich hier irgendwas nochmal machen? Kann ich hier dazwischen landen zum Beispiel? Ja! Ich kann den da hoch! Oh mein Gott! Es war tatsächlich richtig. Oh mein Gott, ist das komplex! Wenn der Typ da oben ist, dann kann der mich mal. Was ist mit dir jetzt? Es war so klar. Es musste noch was kommen. Es musste noch... Ah, ich hab's vergessen. Oh, Wahnsinn. Gut, dass wir das nicht im letzten Video angefangen haben. Es ist ja der Hammer. Oh, ich hab's vergessen. Oh, wait, das würde auch gehen. Dass der einfach einen Abflug macht. Das kann ich auch machen, dann muss ich da gar nicht mehr hoch. Oh, jetzt habe ich das wieder vergessen. Na, das geht auch. Da muss ich da nicht wieder hoch. Das ist der Alternativweg. Nice. Das würde mir auf jeden Fall... Nee, das geht doch weg dann. Das würde mir auf jeden Fall einiges erleichtern. Tschüss. Na, jetzt ist der weg. Jetzt kann mich gar nichts mehr aufhalten. So, jetzt muss ich nur... Wann löst es den da drüben aus? Hä? War das schlecht, den zu killen? Ah, jetzt löst es den. Oh nein, der Weg. Oh nein, der Weg hat sich verändert. Oh, der Weg hat sich verändert. Da passiert nochmal was. Da passiert nichts mehr. Oh. Yo. 110 Tode. Aber es ist ein Troll-Level und für ein Troll-Level kriegst du den Daumen hoch, ganz klar. Ganz klar, warum nicht? Eieiei. Ein Rätsel-Level, welches vielleicht doch etwas dauern könnte, der Small Water Temple. Ich glaube, wir belassen es mit diesem Troll-Level-Video, oder? Also ich meine... Ne? Wir können ja mal kurz gucken, wie der Water Temple aussieht. Hast du mehr Level mit Small vorne dran? Nein, du hast nur den Small Water Temple, okay. Aber es sieht nach einem One-Screen. Das ist ein One-Screen-Level auf jeden Fall. Wenn es nicht trollig ist. Wir gucken
gucken mal rein. Vielleicht ist es ja... Ach, guck mal, wer es wieder als erstes abgeschlossen hat. Okay, 47 Sekunden. So. Also, ah, das ist so ein Level. Ich kann mich teleportieren. Okay, ich kann mich teleportieren. Das ist doch schon mal gut. Das heißt aber auch, ich kann nicht schießen, richtig? Das heißt, ich kann die hier nicht... Okay, das sind neue Symbole, die ich noch nicht kenne. Das wird lustig. Das tötet mich? Ja, okay. Also das Einzige, was ich am Anfang tun kann, ist mich hier rüber porten. Aber wie gesagt, ich kann nichts drücken. Ich habe noch keine Schuss-Dings. Ah, das ist so ein Seitwärtsschalter. Jetzt habe ich nur nicht gesehen, was der gemacht hat. Ich glaube, da unten ist irgendwas aufgegangen. Kann das? Darüber nützt mir nicht. Ich muss mal gucken, was der Seitwärtsschalter macht. Das habe ich nicht realisiert. Ach, ich kann auch hier rüber. Nee, kann ich nicht. Dann gehen die Äpfel. Das sind die. Ah, wait. Der Seitwärtsschalter macht. Ich sehe es nicht. Irgendwas hier unten hat der ausgelöst. Nochmal. Nee, ich sehe es nicht. Das war's nicht. Ich sehe einfach nicht, was er auslöst. Lol. Oh, ich sehe was anderes. Ich kann von hier... darüber. Und jetzt habe ich irgendwas anderes in der Hand. Jetzt kann ich gar nicht mehr schießen. Was ist das, was ich da in die Hand bekomme? Was ist das? Was macht diese Schalter-Dings? Oh, wait a moment. Ah, ich kann hier rüber. Und jetzt kann ich... Ich hab's verstanden. Ich hab den Weg verstanden. Ich sehe immer noch nicht, was der auslöst, aber... Irgendwas wird er auslösen. Ach. So, jetzt kann ich hier rüber. Kann ich hier rüber. Und jetzt kann ich nämlich den da auslösen. Ah, jetzt kann ich nochmal schießen. Jetzt kann ich nochmal schießen. Jetzt kann ich da unten den blauen Schalter drücken. Das sorgt dafür, dass das Wasser so weit ansteigt. Ah, wait, und jetzt... Das macht das wieder hier hin. Ich hab verstanden. Jetzt kann ich hier wieder hoch. Oh nee. Aber ich müsste ja... Ich müsste ja mit der Schusswaffe da hoch zu den anderen Schaltern kommen. Also hier kann ich jederzeit die Schusswaffe wiederholen. Aber so komme ich ja nicht. Wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich kann man das Wasser noch höher lassen. Mit weiteren Schaltern.
Aber ich krieg nur hier die Schusswaffe weg. Okay, was ist mein... Ah, Moment, ich sehe was. Ich weiß nicht, was es macht, aber wenn ich es jetzt wieder schaffe, da hochzukommen, okay. Da oben hat es die Äpfel verschwinden lassen. Wenn ich es jetzt wieder schaffe, hochzukommen... Ab welchem Punkt verschwinden? Ah, die Äpfel verschwinden mit dem Auftauchen des Wassers. Ja, beides. Das macht das Wasser hoch und das macht die... Okay. Got it. Die Frage ist nur, wie ich jetzt das hier nutze. Um da drüben hochzukommen. Wait a moment, ich kann's... Kann ich nicht einfach den Weg wieder... Nein! Kann ich nicht den Weg so wieder zurückgehen? Ja! Ja! So komme ich wieder. Und jetzt komme ich hier oben hin. Und das verändert jetzt nämlich die Äpfel. Es ist da drüben nämlich okay. Na, jetzt komme ich so zwar nicht mehr hoch. Da komme ich jetzt nicht mehr durch. Aber da drüben wäre jetzt eine Lücke. Da hat sie jetzt eine Lücke aufgetan. So. Was ist mein nächster Weg? Ich muss den Orangenschalter wahrscheinlich drücken. Jetzt hole ich mir erstmal wieder meine Waffe. Weil für die Schalter brauche ich ja die Waffe. So, es ist ja nun mal Fakt. Und jetzt komme ich hier hin. Komme ich jetzt bis da hoch? Oh, ich hätte den Schalter nicht. Der ist... Ich glaube, der Schalter... Ich glaube, das ist kein Schalter. Das ist ein einmaliger Wandsprung. Ist das sowas? Ich glaube, das ist ein einmaliger Wandsprung. Ich glaube, den darf ich nicht drücken vorher. Ich glaube, genau sowas ist das. Ich komme ja hier über... Ich kann ja hier das alles machen. Ich kann das hier ja alles machen. Der Schalter... Also, der vermeintliche Schalter hat noch überhaupt nichts genützt. Ja. Verstanden. Zack. 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 Ja, und jetzt kann ich... Jetzt nutze ich diesen Schalter, der kein Schalter ist, sondern ein Wandsprung, um da hochzukommen. Und dann drücken wir den orangen Schalter und wissen noch nicht, was passieren wird. Okay, nice. Ja, genau das ist das. So, was hat sich getan? Ich sehe es. Ich sehe es. Ich kann jetzt den blauen Schalter drücken. Muss ich nur jetzt vorsichtig hier runterkommen. Oh, Mama! Ich kann jetzt den blauen Schalter da drüben drücken. Da sind die Bären verschwunden. Scheiße. Ich kann das nur einmal machen. Wait a moment. Ich dachte, ich kann das zwei... Wenn ich mich einmal porte, kann ich mich danach nicht nochmal porten. Sehe ich das richtig? Ich dachte, ich kann jetzt hier springen und mich porten und mich nochmal porten. Aber der ist weg. Wie komme ich denn dann darüber?
Wie komme ich denn dann an den blauen Schalter ran? Nächstes Rätsel. Wie komme ich an den blauen Schalter ran? Wie gesagt, ich dachte, ich kann hier, ne? Aber kann ich nicht. Wenn das hier weg wäre, dieses Ding, dann könnte ich, aber kann ich nicht. Huh. So macht's den weg. Okay. Aber das hier ist der einzige Abschnitt. Also ich muss hier oben, muss ich hinkommen. Was mache ich jetzt wieder falsch? Ich könnte auch wieder hier hinkommen. Aber ich weiß nicht, was mir das nützen soll. Na? Müsste ich hier mit Pistole hinkommen? Meine Idee war eigentlich gut. Ich dachte, ich kann es zweimal ausführen, aber ich kann es... Sobald ich es ausgeführt habe, ist es weg. Na, ich kann es nicht nochmal... Das ist das Problem. Und jetzt habe ich nur noch meinen Schuss. Hä? Verdammt! Wo ist mein Denkfehler? Na, sobald ich einmal jetzt zum Beispiel ist es ja weiter hinweg. Ne? Jetzt ist es weit hinweg. Ich muss jetzt erst einmal landen, damit es wieder kommt. Sobald ich einmal gelandet bin, habe ich es wieder. Na, jetzt ist es weg. Bis ich einmal lande. Das heißt, ich muss es doch irgendwie schaffen. Aber das hier ist der einzige... Kann ich meine Maus? Ich glaube, ich kann meine Maus. Seht ihr meine... Ihr seht meine Maus. Das hier ist der einzige Weg, um von hier nach hier zu kommen. So, es gibt keinen anderen Weg. Ich muss hier drüben landen. Und von hier aus muss ich mich porten können. Aber um hier hinzukommen, muss ich mich porten. Ich kann mich aber nur einmal porten. Habe ich irgendwas noch nicht genutzt? Habe ich irgendwas in dem Raum noch nicht genutzt? Vielleicht ist meine Reihenfolge auch falsch. Vielleicht komme ich erst später hin. Vielleicht verschwindet das Ding irgendwann. Das muss so sein. Das Ding muss irgend... Ja, ja, ja. Meine Reihenfolge ist falsch. Das Ding muss irgendwann verschwinden. Vielleicht durch den roten Schalter. Vielleicht verschwindet durch den roten Schalter dieses Ding.
Und dann kann ich da hoch. Und durch das hier verschwinden die roten Äpfel. Das könnte sein. Das könnte sein. Aber dann muss ich jetzt schaffen, mit der Pistole hier hochzukommen. Dann ist das vielleicht mein Way to go. Aber mit der Pistole komme ich da halt auch nicht hoch. Mit der Pistole war ich hier. So, hier war ich. So, hier war ich. Aber mit der Pistole halt. Und das hier hat ausgelöst, dass hier die Äpfel verschwinden. Sodass ich jetzt eigentlich hier durch konnte, dachte ich. Aber ich darf nicht da durch. Oder ist da... Warte. Hab ich die Wand jemals berührt? Ist das vielleicht einfach nur durchgängig? Nein, es ist nicht durchgängig. Da wäre jetzt auch irgendwie dumm gewesen. Ich hab's nicht. Weil mit der Pistole komme ich ja hier auch nicht mehr hoch. Das haben wir ja schon festgestellt. Ich kann zwar ohne Pistole da nochmal hoch, aber das nützt mir auch nichts. Hä? Wie gesagt, hier komme ich wieder hin, aber... Aber das war's dann halt. Und da komme ich noch nicht rüber. Hä? Aber der Anfang muss doch passen. Ich meine, guck, der rote... Ach so, aber die Schalter sind nach Farbe sortiert. Das heißt, der rote Schalter macht wahrscheinlich die Äpfel weg. Wait a moment. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Der rote Kristall macht gar nicht... hier, das war auch dumm. Der rote Kristall macht gar nichts. Der rote Kristall... Habe ich das gerade richtig gesehen? Der rote Kristall gibt mir das Ding zurück. Wir haben es gelöst. Das war's. Ja, jetzt hätte man hätte die Fähigkeit wissen müssen. Ah, ich habe den immer eingesammelt und dachte so, ich muss den jetzt halt einsammeln, weil damit löse ich irgendwas aus. Ich habe damit überhaupt nie was ausgelöst. Ich brauche den für später. Ich brauche den einfach für später. Ach, Mist. Ah, nee, das war andersrum. Das war andersrum. Hier rum ging's. Ah, das war dumm. Aber es ergibt so viel Sinn. Wir haben es gelöst. Jetzt nur noch ausführen. Jetzt nur noch... Oh, der rote Kristall gibt mir einen Dings wieder zu... Oh. Ja, das hätte man wissen müssen. Wenn man das weiß, ist es deutlich einfacher. Ja, okay. Wait, was war der nächste Schritt? Ach ja, hier oben. Ich bin schon wieder maximal lost. So, jetzt die Pistole holen. Ah, das war das Rätsel, was mir noch... Also genau, das war der Lösungsschritt, der mir gefehlt hat. So, zack. Jetzt aufpassen da unten. Uff. Dachte nicht, dass das funktioniert. Und jetzt kann ich nämlich den blauen Schalter auslösen. Weil ich jetzt genau das tun kann, was ich vorhin machen wollte. Ja, und jetzt steigt das Wasser höher an. Alles klar. Oh Mann. Und jetzt kann ich hiermit da hoch. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen,
Muss ich richtig aufpassen. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt gehen die roten Äpfel weg. Und jetzt kann ich da einfach unten durchschwimmen, wenn nicht noch irgendwas Trolliges passiert. Aber das dürfte es eigentlich nicht, weil es ja nicht als Troll-Level gekennzeichnet ist. Nice! Puh! Okay! Okay! Man hätte halt den roten Kristall kennen müssen. Das war halt das Problem. Aber gut. Damit haben wir die ersten Level, die Echo Mask gezeigt hatte, gespielt. Das heißt, als nächstes spiele ich dann einmal das Level von Rasierer und die von Random Eric und dann, na, ich versuche so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Weil natürlich, es gibt noch mehr Level von Echo Mask, aber jetzt haben ja mittlerweile schon andere sich gerührt und dann versuche ich so ein bisschen. Ihr versteht, was ich sagen will. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Nicht, weil ich like-geil bin, sondern weil es mir hilft zu sehen, okay, es kommt noch gut an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.